Hallo Leute und willkommen zu Folge 60 von Undiscovered. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich in dieser Folge von den ganzen Quests mal die Rewards holen will, aber es ist so uninteressant. Das einzige, was ich jetzt wirklich mache, ist ein External Heater. Und das auch nur, weil es mich ankotzt, dass das noch nicht fertig ist. Und dafür brauche ich jetzt eigentlich einen Kopper, keine Ahnung wie viel. Und brauche das Ganze als das hier. Und ja, mehr ist es eigentlich auch nicht. Das ist alles, was mir dafür fehlt. Glaube ich. Das müssten jetzt sogar schon alle gewesen sein, aber ich mache es so und das war's. Jetzt kann ich schlafen gehen. Das war's mit der Folge. Dankeschön fürs Zusehen. Und nein, Spaß war's. Wir machen zwei hiervon. Dann können wir das herstellen. Und das herstellen. Cool, geschafft. Endlich ist diese Seite hier komplett. So, was wollen wir aber in der heutigen Folge machen? In der heutigen Folge suchen wir uns Flat und Feature Organ. Und wir brauchen den Digital Miner. Digital Miner. Ja. Mehr ist es eigentlich gar nicht, was wir brauchen. Außer von RF Tools brauchen wir noch das hier. Und zwar Papier. Lol. Nee, ich könnte davon mal ein bisschen mehr machen. So, mehr geht nun aber wirklich nicht. So, das kommt hier rein. Flat und das ist Ore Farming. Ja, die Creation Cost ist vielleicht ein bisschen hoch, aber who cares? Not me. Oder me not. Am besten einot. Das kommt raus, das kommt rein. Das wird noch lange voller Energie sein. Und ich habe hier das fertig. Oh ja. Oh, geil. Hier Material Absorber, Liquid Absorber. Die zwei Sachen wollte ich eh bauen. Dann baue ich die mal schnell. Material Absorber. Perfekt. Nichts davon da. Ja, dann mache ich mal das. Und das kommt jetzt einfach kurz hier rein. Der langsamste Ofen, den ich habe. Obwohl, ich habe glaube auch noch normale. Und dann kann ich das herstellen. Und dann gleich nochmal. Denn das brauche ich einmal für den Material Absorber und für den Liquid Absorber. Perfekt, die zwei Sachen habe ich gebaut. Alles gut mit den zwei Sachen. Und jetzt gehen wir in die Ore Farming Welt. Denn in der Ore Farming Welt gibt es normale Erzgenerierung und wir brauchen da etwas. Aber ihr werdet gleich noch sehen, was wir von da brauchen. Denn ich werde mir das jetzt mit dem Digital Miner holen. Ach ja. Config. Ore. Dim. Und Start. Ja, das dachte ich mir. Aber ich hab's vergessen. Jetzt bekommen wir hier Dimensional Charts raus. Und schade.
Wir können sie nur verdoppeln. Außer, jawohl. Wir bauen sie ab. Okay, dann auch nicht unbedingt. Aber mit deinem menschlichen Schatz sind wir schon mal sehr gut dran. Vor allem, wenn wir die uns so besorgen. Weil dann können wir mit dem Material Absorber, den wir haben, gleich etwas bauen. Und zwar können wir uns insgesamt ein Dimlet rausbauen, aber das zeige ich euch gleich genauer. Dafür brauche ich nur endlich genau zwei Stacks. Zwei Steaks. Und ja, den Rest nehme ich mir einfach auch gleich mit. Und dann kann ich das hier wieder abbauen. Das kann ich wieder abbauen. Was das da oben soll, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall können wir jetzt wieder zurückgehen. Ich hole mir den Absorber, und zwar den Material Absorber. Und was für euch vielleicht jetzt komisch ist, wenn ihr es nicht kennt, ich werde 6, 7, 8 das so platzieren. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ja gut, das war jetzt zu viel. Egal. Jetzt wird aber auf jeden Fall das Erz abgesogen. Oder so ähnlich. Und ja, bis auf 13 Stück. Das hier, Dimensional Shard absorbt 100%. Ja, gut, dass wir das nicht da reingetan haben. Hier bekommt man ja 4 raus. Boah, was wir da mit Lack rausbekommen hätten. Aber ist auch egal. So wichtig sind die paar Shards jetzt gar nicht. Denn wir können... hier unten... in der Dimlet Workbench... das hier reinlegen. Und zwar Dimensional Shard Ore, das ist Rarität 5. Das merken wir uns jetzt mal. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Rarität 5, dafür brauchen wir einmal das, einmal das. 1, 2, 3, 4. Und dann fehlen uns noch 2 Sachen. Und dafür öffnen wir jetzt zum ersten, nee, nicht zum ersten Mal. Wir öffnen jetzt einfach mal hier drüber das hier. Und zwar brauchen wir das nicht. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen, nein, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen das auch nicht. Perfekt, wir haben alles, was wir brauchen. Das hier, das können wir eigentlich auch mit hier reinwerfen. Ich bin zu faul, das ins System zurückzulegen. Denn ich gehe jetzt ganz schnell nach hier unten. Ganz schnell wieder zu der Dimlet Workbench. Perfekt. Und mach das einmal so da rein und so da rein. Und wie ihr seht, Dimensional Shard Ore. So. Hier, das können wir wieder rausnehmen. Wieder mit nach oben nehmen, hier reinlegen, extract, und dann bekommen wir die ganzen Sachen wieder zurück, in der Theorie. Und jetzt kann ich, okay, chill mal, Dimensional Ore Shard, andersrum, Dimensional Shard Ore, und wie ihr seht, eventuell, zeige ich euch jetzt gleich, das braucht ein bisschen mehr Energie. Zum Createn 201.100, das Ganze für 1.701 Tick, das ist schon eine Menge. Und insgesamt kostet es durchgängig 50.000 RF pro Tick. Und das werden wir uns erst in der nächsten Folge angucken können. Und
Jetzt lege ich das mal hier rein, damit das wieder ordentlich einsortiert wird. Ja, ja, denn ich bin faul. Und ja, tut mir leid, dass wir das erst in der nächsten Folge angucken können, aber ich zeige euch mal, was wir demnächst so machen wollen. Wir wollen Awakened Draconium machen. Ja, dafür brauche ich Dragonheart. Dafür brauche ich das hier, dafür brauche ich Pink Slime, das geht noch einfach. Aber diese Essenz, dafür brauchen wir einen Vindicator. Und ja, der droppt nämlich das. Und dafür brauchen wir einen Spawner von Vindicatoren. Und da gucke ich mal eben. Ja, wir haben genug Spawner-Shards auf jeden Fall. Und Broken Spawner habe ich ja extra mal besorgt. Und wir müssen so eine Mansion finden. Eine Mansion. Vielleicht habe ich ja hier in der Nähe ein Dorf. Auf jeden Fall habe ich hier einen Wegpunkt mit Dorf. Aber da will ich jetzt noch nicht hin. Ich will kurz warten, bis Tag ist. Denn dann ist es besser. Also ich will warten, bis Nacht ist, dann kann ich schlafen. Hallo? Bitteschön, dankeschön. Und dann gehe ich zu dem Dorf. Und suche... Ach, das ist das Dorf. Kacke. Ich will doch gar nicht das Dorf. Ich will... ein anderes Dorf. Da ist noch ein Dorf. Das ist weiter weg. Dann teleportiere ich mich mal zu dem Dorf. So. Und hier muss ich jetzt einen weisen Villager finden. Und zwar einen Kartografen. Ich hoffe, der ist wirklich weiß. Ey, wenn ich jetzt nach einem weißen Ausschau halte. Also einen, der weiß angezogen ist. Richtig, no racism. Rassismus. Und der ist dann gar nicht weiß. Das wäre richtig kacke. Aber sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein weißer Villager. Ihr Geilo. Man kann aber auch gucken. Treasure? Nee. Ach man, wie heißt denn der Kack? Menschen... Empty Map? Nein, das ist es nicht. Die ist es auch nicht. Denke ich zumindest. Genau, Villager. Okay, ich weiß leider nicht, wie das genau heißt. Aber... ist okay. Ist okay für mich. Ist alles okay. Wo ist mein aktueller Wohnort? Hier unten irgendwo. Hier ist ein Dorf. Mein aktueller Wohnort ist da. Und da ist ganz in der Nähe ein Dorf. Das heißt, ich gehe zu Spooky und fliege in die Richtung des Dorfs. Und in der Zwischenzeit machen wir jetzt ein FAQ. Ein richtiges Fuck. Und ich habe mir hier Fragen rausgesucht. Bitte flieg schneller, damit die nicht wissen, dass ich nicht wirklich Fragen rausgesucht habe. Komm schon, ich habe nämlich keine. Und ich lese gleich die erste Frage vor. Und die lautet wie... Ach, schade. Ich bin auch schon da. Ach, wie schade, dass du riechst. So. Da ist einer drin. Bitte sei... Librarian.
Das sind doch die, die sonst immer die Leute wollen, weil die Bücher haben wollen. Weil sie zu faul sind, sich Leder zu besorgen. Und Papier und auch. Librarian, bist du der, der hier drin war? Ja, du bist der. Nee, du bist ein Cleric, dich brauche ich auch nicht. Ich glaube, ich besorge einfach mal einen zwischen den Folgen. Dann bist du wieder zwischen den Folgen. Das, was ich in der letzten Folge angesprochen habe. Immer mache ich alles zwischen den Folgen. Das ist Kacke von mir. Riecht die Kacke. Ach man. Naja, ich guck mal nach hier unten. Vielleicht ist es ja doch schon fertig. Dann würden wir doch diese Folge schon reingehen. Ja. Es sieht so aus, als wäre es fertig. Das heißt, wir gehen da einmal rein. Ganz kurz. Ich stelle das hier schon mal... Okay. Die Welt ist kollabiert. Da seht ihr mal, was passiert, wenn man in eine Welt reingeht, wo keine Energie drin ist. Das ist scheiße. Denn ich muss ja da irgendwie hinkommen. Das heißt, ich baue mir jetzt schnell einen Fluxpoint. Hoffe ich. Jawohl. Und brauche einen Bucket. Und in diesem Bucket kommt Wasser, da ich nicht fliegen kann. Denn ich muss jetzt da wieder nach unten gehen. 5, 4, ach egal. Ich werde es schon überleben. Und wenn nicht, Wayne. Ich werde eh gleich wieder sterben, denke ich. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich hoffe es nicht. Hier. Du hast doch eigentlich genug Energie in dir. Anscheinend nicht. So. Enable Limit True False. So. Dann gehe ich mal back to the root. Und hoffe, dass ich nicht wieder in der Welt kollabiere. Beziehungsweise die Welt kollabiert. Ich habe es. Und... Komm schon. Jawohl. Ach, das ist eine Welt mit Gast. Nice. Aber auf jeden Fall wollte ich das hier mal auf Wayne stellen. Oder Wayne. Tada. Und mein Inventar ist voll damit. Ich finde das richtig geil. Und das haben wir dann auch mit Draconium. Und dafür möchte ich eventuell in der nächsten Folge oder so Wither Skeleton Skulls besorgen. Und dann möchte ich in der Folge darauf den Wither besiegen. Denn wir brauchen Silk Touch. Wir brauchen das hier. Ein Nether Star. Und ja. Das ist dann halt Silk Touch, damit wir das bekommen. Also damit wir das als Erz bekommen, damit ich das vereinheitlicht hier reinleiten kann, damit das hier einmal durchläuft und dann halt vervierfacht wird. Ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber hey, wir haben es jetzt unendlich. Und damit würde ich auch erstmal sagen, Dankeschön fürs Zusehen, habt noch einen wunderschönen Tag, Leute, und ciao!